I was hit with the fever the night that Mal and I had our fight. I remember bits and pieces of the dream that flooded my mind, but in the corner of every dream was the same image. It was the drawing that I had ripped to shreds. My legs in the drawing were cut off right at the ankle. In a sense, I was dancing legless. Soon the dream became reality. Though the fever subsided, my legs remained paralyzed. I couldn't walk, let alone dance, ever again. I spent weeks mourning in my room. Mal came again and again to check on me, but I refused to see him. Eventually, he stopped coming at all. After a short time, I went back to school bound to a wheelchair. My line of sight was so low to the ground, it felt like I'd reverted back to a little kid. Everything I saw looked different from before. The school buildings were like gray giants that threatened to crush me. My friends were kind to me, but it felt like they were all looking down on me and sneering. I rarely lifted my head anymore. Even when I ran into Mao at school, I didn't make eye contact with him. My sickness robbed me of everything. My dream of becoming a ballerina, my smile that people used to say brightened the room, even Mal. Even though I was stuck in that wheelchair, I attended school like everyone else. With my unyielding nature, I strived hard in my studies, ate my meals with gusto, and led in my student council duties. Finally, my old smile returned, and I found a new dream. I decided I'd aim to be a world-class sports photographer. Figuring that my wheelchair couldn't stop me from taking photos, my father had bought me a camera. Of all the things I lost with my sickness, there was only one thing I couldn't get back. After that day, Mal and I remained strangers. The anger and hurt I felt from him were long gone, and yet, there was less and less chance for conversation like before. I would often watch Mal tending to the flowers in the school garden from my perch at the window. After all this time, it was only now that I truly understood him. It's odd how, rather than when we were close, it was by watching him from afar like this that I came to know him better. Plants are far more delicate than I used to think. If you're the least bit irresponsible and neglect their care even a little, they take a quick turn for the worse. And because they can't speak for themselves, you have to sit for hours to watch and read what they need. Do they have enough water? Good fertilizer? Any signs of sickness? Are they thriving? Mal was ever patient as he looked after his plants. If there was a sickly-looking sprout, he'd change its soil, set a splint for it, and even stay late into the night to watch over it. He'd crouch in front of the flowers that had been trampled on by thoughtless students and mull over them for hours. While the other students were laughing it up and having a good time, only Mal would have his ear tilted to the silent voices of the flowers that nobody cared to listen to. Ja. Und wir haben den Part überzogen, aber ist mir gerade reichlich egal. Ja, machen wir einfach direkt noch einen weiter. Gucken wir mal ins Handbuch, was haben wir drin? Wir haben einmal einen komischen roten Trank, der, glaube ich, Ange versteckt. Brauchen wir nicht. Ja, in Box. Wir haben, dass der Schlüssel zu Zimmer 301 brauchen wir auch nicht mehr. Zimmer ist auf. Das ist also erledigt. Heißt halber Mund hoch. Wir nehmen unser... Ja, ich dachte schon, es wäre letztes Jahr, aber es ist eine 4. Ich sollte meine Brille beim LPen aufsetzen, aber dann kann ich mein Headset nicht aufsetzen. Egal. Halt Bonbon rein. Machen wir mal dahin. Nein, nicht da. Da rein. Zurück. Und... Ja, ich denke, das reicht erstmal. Speicher. Wie so oft in dieser LP. Ich tue Speicher da. Zum Glück dauert Speicher nicht lange. Speicher. Speichern dauert nicht lange. Verfahren. Ich überlege. Ja, hören wir mal. Sagst du was, Mädel? Ja, das Lagerfeuer löschen. Sag noch was. Bei Pilzen musst du vorsichtig sein. Juhu.
Scheußliche Feinde. Komm, irgendwas Nützliches sagst du da. Komm, irgendwas Nützliches, Mädel. Gekochter Rabe. Nicht so. Ich gehe jetzt aber noch mal in das eine Zimmer, in das ich nicht wirklich rein wollte, aufgrund des Mädchens. Stierpunkt. Weil da lag was. Und auch wenn ich das Mädchen jetzt ignoriere, ich will das Item da. Rätselhaftes Objekt, genau. Ja! Mädel! Verpiss dich! Du machst zu viel Schaden und hast hier nichts außer dieses rätselhafte Objekt. Deswegen verpiss ich mich jetzt auch gleich. Ja, hier. Und Scheiße. 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 Beiß mich nicht. Geh weg. Danke. Oh, Stress. Objekt in Schlüssel oder nicht? Wir gucken weiter. Wir gucken erstmal weiter. Vielleicht wäre es jetzt sogar das vierte Gemäldestück. Drum will ich da jetzt erstmal noch ein bisschen warten. Oh, habe ich da was gesehen? Wasser. Okay, Wasser. Wir sind jetzt wieder hier. Ja, jetzt die Frage, gibt es hier etwas, das wir brauchen können? Eine Dose? Schau doch die Sahne. Auch wenn es wahrscheinlich keine Sahne ist. Ist da irgendwas? Was ist das? 203. Gehen wir mal rein. Wir suchen halt einfach mal alle Zimmer ab. Vielleicht finden wir irgendwo. Okay. Das gefällt mir nicht. Das, oh, meine WFB mobbt mich. Mann! Warum kann ich nicht aufhören, mich zu mobben? Oh, nee. Nee, 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 Mädel. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Bumm. Ja! Gleich noch die mit erwischt. Alle tot. Sehr schön. Da lag was. Okay, rätselhaftes Objekt. Okay. Da ist hier ein Fischglas? Sie hat was vom Fischglas gesagt. Das irritiert mich. Was sagst du? Ja, scheußliche Feinde. Du bist sowas von eine helfende Hilfe, die irgendwie nicht hilft zu helfen. Oh, Mädel, typisch Frau. Wollen helfen können sie aber nicht. Da ist irgendwas. Was zur Hölle? Ein Mädchen? Mit Stop. Okay. I won't let you pass here. Nicht durchlassen. I'm looking for somebody. So can't you let me through? No. I don't know you. You're a stranger. I don't... You don't trust me? Ah, okay, jetzt geht's weiter. Ich dachte... What can you do to win you over? I know. Will you bring me the star? Huh? A star? I think she's talking about the one on the Christmas tree down at the station mall. So you want me to bring you that star? Yes. Okay then, wait right here. Guess what? Okay. There's a shortcut to the station mall by taking the roof stairwell. Okay, Abkürzung übers Dach. Ich dachte schon, ich muss den ganzen Weg wieder zurückgehen. Oh. Okay, wir sollen wieder ins Einkaufszentrum. Da waren wir ja schon ein paar Mal inzwischen. Aber gut. Wenn es ja Abkürzung übers Dach gibt, dann bin ich mal zufrieden und meckere nicht rum. Aber bevor wir da hingehen und bevor mein Doppelpart hier auch in 3 Minuten oder 4 Minuten zu Ende geht, guck ich erstmal weiter. Beziehungsweise wir könnten die rätselhaften Objekte noch schnell entschlüsseln. Mal gucken, vielleicht wird sogar dreifach Part dank der Objekte. Schauen wir einfach mal, was es ist. Dann werde ich gucken, wie ich das mache. Ganz einfach. Was ist das? Es ist... ein Bogen! Okay, das gefällt mir schon mehr als meine Schleuder. Angriff 30, ein kleiner Bogen. Leicht in der Handhabung, aber nur von unbeeindruckender Stärke. Sollte bei starken Feinden nicht die erste Wahl sein. Besser als unsere Schleuder! Was haben wir noch? Ein komischer blauer Trank. Erhöht die Stärke. Okay. Das ist noch ganz gut. Die Schleuder hat eine Stärke von 15, glaube ich. Machen wir es dann mal weg. Die packen wir mal weg. Jetzt, wo wir einen Bogen haben, brauchen wir keine Schleuder mehr. Also ehrlich. Es war fail. Und wo ist der Trank? Der kommt auch weg, den brauche ich nicht. Ja. Trank weg.
Dankeschön. Ich hoffe, wir bekommen bald wieder eine Inventarerweiterung. Die könnte ich brauchen. Also, Inventarerweiterungen sind ja allgemein hilfreich und nützlich und bringen ja was. Okay, speichern erfolgreich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bin Akna97, das ist Let's Play for Guild Wars. Bis zum nächsten Mal. Ciao.